Kyle übergibt die Pläne den Rebellen. Kurze Zeit später ist der Todesstern vernichtet. Noch während die Allianz diesen Sieg feiert, wird eine weitere unheilvolle Verschwörung in Gang gesetzt, die eine viel größere Bedrohung für die Rebellen darstellen könnte. Der Imperator hat Ihrem Testversuch zugestimmt, General Monk. Vielen Dank, Lord Vader. Was ich heute hier demonstriere, wird eine neue Ära für das Imperium einläuten. Wir werden in der Lage sein, die Rebellen so zu dezimieren, wie wir es damals mit den Jedi-Rittern gemacht haben. Der Krieg des Imperators wird am Ende nur noch im Zeichen des glanzvollen Sieges über die Rebellion stehen. Eine ehrenvolle Angelegenheit, General. Ich hoffe, Ihre Demonstration wird diesen Ansprüchen gerecht werden. Fangen Sie an. Mit Vergnügen. Dark Trooper abwerfen! Eindrucksvoll, General. Der Imperator wird überaus zufrieden sein. Setzen Sie Ihr Projekt fort. Wie Sie wünschen, Lord Vader. Vielen Dank, Commander, dass Sie so kurzfristig kommen konnten. Das Imperium hält uns ganz schön auf Trab, seitdem der Todesstern zerstört wurde. Vor 5 Tagen hat das Imperium einen unserer geheimen Stützpunkte in Talay angegriffen. Ist jemand da draußen, der uns hört? Hier ist Deckbase. Bitte, wir werden angegriffen. Sie sind überall. Wir wurden vollkommen überrascht. Total Zerstörung. Sie brechen durch unsere Schilde. Sie brechen durch unsere Schilde. Techbase wurde innerhalb von Minuten zerstört. Viele unschuldige Stadtbewohner hat es genauso getroffen wie unsere eigenen Leute. Der Geheimdienst vermutet, dass es sich dabei um eine Art Vergeltung für die Vernichtung des Todessterns handelte. Interessant. Abgesehen von diesen Geräuschen macht es den Eindruck eines normalen imperialen Angriffs. Sehr richtig, Commander. Ich hoffe, Sie werden verstehen, dass alles, was wir hier besprechen, vertraulich ist. Dieser imperiale Offizier, Crix Medin, möchte zur Allianz überlaufen. Er hat uns mit Informationen über die Entwicklung einer neuen imperialen Waffe versorgt. Wir glauben, dass diese Geräusche, die Sie eben gehört haben, von dieser Waffe stammen. Einem neuen Typ von Sturmtruppler, dem Dark Trooper. Ein neuer Sturmtruppler, der eine Rebellenbasis derartig schnell ausschalten kann? Ich hätte besser weiter für das Imperium arbeiten sollen. Die Rebellenführung nimmt die Angelegenheit nicht auf die leichte Schulter. Sie hat veranlasst, Sie zu beauftragen, herauszufinden, ob eine Bedrohung besteht und diese gegebenenfalls auszuschalten. Das heißt, falls Sie noch auf unserer Seite stehen. Klingt interessant. Okay, ich bin dabei. Aber ich brauche dennoch Unterstützung bei diesem Auftrag. Ich möchte, dass Jen Ors mein Missionsoffizier ist. Einverstanden. Dann werde ich dafür sorgen, dass Jane Sie später auf die Missionsziele einweist. Vielen Dank, Commander. Und möge die Macht mit Ihnen sein.